Ich habe einen Claim, ich habe einen Claim. Es gab nämlich jetzt über Nacht einen Patch und einen neuen Server, Serenity. Und das, was ihr hier seht, dieses blaue Umrandete, das ist meins. Und das werde ich dementsprechend ausrüsten, hier oben steht's. Mad Mike's Claim Number One. Man kann ja mehrere Sachen claimen. Auf der Karte sieht das mittlerweile im Übrigen schon wieder so aus. Geht sehr schnell, ihr seht's. Brrrup. Der Server ist schon wieder relativ voll. Und ich bin relativ gut in der Nähe auch von dem Standpunkt hier. Und kann schön alles überblicken. Und werde jetzt erstmal grinden gehen. Und ich hacke Holz den ganzen Tag, den ich ja so richtig mag. Ich hacke Holz, weil ich es lieb, gebe ihm Hieb und Hieb. Ja, so sieht's halt aus, wenn man nichts abholzt, wie ich gerade wieder mal sehe. Ja, vielleicht jetzt? Ja, jetzt geht's. Ich brauche auf jeden Fall Holz, weil ich bin voller Holzkopf. Unten links gibt es ja wieder, ne, Holz, Klöpp. Kann man auch rauszoomen in der Zwischenzeit? Oh ja, kann man tatsächlich, kann man sich umgucken in der Zwischenzeit. Ja gut, dann dreht sich der ganze Charakter mit, das ist vielleicht nicht so toll, weil sonst hacke ich da in der Luft rum. Es ist mittlerweile Nacht. Wir haben sogar Sternchen am Himmel. Ist das nicht schön? Alter Schwede, sag ich euch. Ist das dunkel hier? Jetzt palme ich mir mal so lange eine von der Wedel. Ich wedel mir mal so lange eine von der Palme. was ist denn das? Achso, das sind die kleinen Burled Woodlocks. Blaue, besondere Rare Items beim Abbauen. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche, aber ich finde es noch aus. Ich habe deswegen nochmal kurz die Aufnahme gestartet, weil es ist wirklich dunkel. Also seht ihr hier schon, Licht- und Schattenspiel ist schon sehr nett. Zack. Ach, Nachbarn. Schön, schön. Also wie gesagt, das ist mein Claim. Das da oben wird mein Claim. Das claim ich mir näher noch zusammen. Jetzt buddel ich erstmal hier so ein bisschen noch Stein ab. Brauchen wir auch. Komm her, du. Dreck und Stein, das mag ich sein. Nee, oder so ähnlich. Also ich möchte oben ja eine Steinbasis dann unten drunter bauen. Ich habe schon so eine Überlegung, was ich mir nachher da oben hinbaue. Es kann noch ein bisschen dauern, deswegen mache ich jetzt nicht so ein ewig langes Let's Play da draus. Ist ja auch eher ein Let's Test als alles andere. Und das Schöne ist, man kann auch vor und zurück laufen, während man abbaut. Also man muss nicht ganz aufhören. Linke Maustaste gedrückt halten und dann kann man hier zumindest vor und zurück. Und kann schön weiter abbauen. Ja gut, wir machen nachher weiter. Hehehe. So ihr Süßen, hier sind wir nochmal ganz kurz in meinem Claim oder auf meinem Claim. Ihr seht, ich habe hier schon ein bisschen was hingebastelt, einfach zum Test. Es geht aber um was ganz anderes. Ihr könnt dem Claim nämlich noch einen passenden Namen verpassen. Momentan heißt das Ding ja wie gesagt Mad Mike's Claim. Dazu klickt ihr unten links auf dieses schöne Symbol, das ist dieses Menü hier im Prinzip, und geht auf Claim Management. Claim mit einem M. Oder drückt einfach die U-Taste. So, klick. Dann seht ihr hier, das ist diese Karteikarte für Mad Mike's Claim. Ihr könnt auch weitere Gruppen hinzufügen. Ne, untertitelte Gruppen. Ich muss mal gucken, dafür kann man dann entsprechend den Gruppennamen eingeben. So. Das ist im Prinzip das gleiche wie Gilden. Das sind dann meinetwegen die Offiziere. Ja. Public. Gruppe. Basics kann man entsprechend dann einstellen. Ganz genau habe ich es noch nicht verstanden. Muss ich mir nochmal genau angucken. Hier kann man auf jeden Fall Leute eintragen. Also dementsprechend Band oder in die Gruppe Visitor, Customer oder halt, wie gesagt, Lord, Sculpture etc. Was sie dann für Rechte haben, das findet man alle mal raus. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir uns gucken, wie ich das hier wegkriege hier. Ungroup. Russian. Ja, einfach einen Reststick drauf machen vielleicht. Nein. Wenn ich hier draufklicke auf Mad Mike's Claim, dann kann ich hier zum Beispiel den Namen ändern. Und das nennen wir. Wie nennen wir das denn? Wir nennen das die Eagle Crest. Eagles Crest. Eagles. Mit einem Apostroph oder ohne? Eagles Crest. Müsste ungefähr so sein, oder? Eagles Crest? Nee. Ich bin der Mad. Mad Mike. Mad Mike. Mad Mike. This is Madness wäre ganz gut, aber das ist, passt nicht so ganz. Ha! Mad Mountain. Aber mit einem großen M. Mountain. Mad Mountain heißt das Ding jetzt, ihr habt es schon gerade gesehen. Beware. This is madness. So. Aber Text reinmachen im Prinzip, so German. German. Let's test. Let's play. Derpioten. Nein. Richtig schreiben wir dann. Derpioten. Und sonstigen Blödsinn. Tag Claim, jetzt ist es getaggt. Ich weiß nicht, ob es irgendwo sieht, aber so ist es jetzt drin. Und dann haben wir Basic Security. Public ist banned. Groups banned. Basics banned. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich kann man hier Leute daran hindern, hier was abzubauen. Da
Das dürfte es tatsächlich sein, weil prinzipiell kann hier, wenn jetzt jemand auf meinen Claim geht, ja niemand irgendwie was großartig abbauen oder draufbauen oder editieren in KokaG. In den Gruppen kann ich ihnen wahrscheinlich erlauben. Das wird es sehr wahrscheinlich sein. Gut, und wenn wir schon mal dabei sind, ihr habt ja gesehen, hier sind so komische Felsbrocken, die so eckig sind. Da oben habe ich im Übrigen ein Loch eingehackt, wie man sieht. Mit dem Delete-Tool 4, auf der Taste 4, kann ich ja Sachen entfernen. Das habe ich da oben so versucht. Blöderweise ist eine kleine Spitze noch drin. Sieht es hier an die Spitzen. Also unten drunter kann ich wegmachen. Und das oben drüber, da habe ich das Claim nicht hoch genug gesetzt. Und versucht das hier so ein bisschen wegzucheaten, sage ich mal. An diese kleine Drecksspitze komme ich nicht dran. Aber unten drunter kann ich alles wegmachen. Das schwebt dann halt, mein Gott, da ist naja dann irgendwie, muss man gucken, was anderes. So, also hier kann man, wie gesagt, mit dem Delete-Button einfach auch draufhalten, geht nicht. Man muss in die ganze Zeit klicken, kann man die ganze Erde hier wegmachen oder abtragen. Das war jetzt eine Möglichkeit, um das Ganze flacher zu machen, habe ich mir gedacht. Oh Mann, war ich doof im ersten Moment. Das Gras geht so im Übrigen auch weg. Und es kostet keine Ressourcen. Also es frisst euch nicht irgendwie Energie oder so weg. Ihr könnt hier wirklich das Land, die Landmassen, die Voxels wegeditieren. Hinzufügen ist aber vieles witziger, wie ich gemerkt habe. Zum einen mal die Kleinen hier, ne? Man kann also die Kleinen wieder hinpacken und zum anderen rübergehen. Quader, also Cube nehmen. Dann habt ihr. Oh, Moment, das müsste aber eigentlich besser aussehen hier. Cube. Woodstone Metal. Ne, aber eigentlich müsste das hier. Moment, ich gucke mal kurz, ob ich das so hinkriege. Vorhin hat es funktioniert. Das ist manchmal ist ein bisschen komisch bei mir, dass sich das nicht verändert. Ah, mit dem Mausrad. Gucke mal einer an. Kann ich die Größe. Noch was habe ich entdeckt. Schön. Das meine ich ja mit Dropioten. Wir finden Sachen zusammen heraus. Also, ich habe jetzt hier so ein kleines Quadrat, ne? Ganz klar. Geht das auch mit der 4 eigentlich? Oh mein Gott, tatsächlich. Ja. Also, um was zu entfernen. Ne, haben wir gerade gehabt. Klick, 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 klick. Dauert ja viel zu lange. Mausrad einmal nach oben größer. Mausrad nochmal nach oben. Jetzt hängt es gerade wieder ein bisschen. Manchmal hängt es ein bisschen. Dann wird es halt noch größer. Aber das Problem ist jetzt an der Stelle. Ah, wenn ich es klein. Ah, ich muss es klein machen, dann kann ich es wieder besser bewegen. Wenn ich es dann groß mache, dann sieht das so aus. Dann hängt es manchmal fest. Jetzt könnte ich hier quasi größer entfernen, wenn es funktionieren würde. Aber irgendwie geht das nicht so ganz. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Das geht. Okay. Also, ihr seht schon ein größeres Recht, Viereck, wie auch immer, Quadrat, Gedöns. Funktioniert ganz gut. Und wenn ihr jetzt was hinzufügen wollt, sieht es genauso aus. Dann habe ich es einfach mal groß gemacht. Jetzt seht ihr hier links an der Seite, ich habe 2338 zur Verfügung. Und mit einem solchen großen Batzen würde ich 1728 verbrauchen. Das sieht folgendermaßen aus. Boom. Gesehen? Oder, ja, kleiner machen. Dann dementsprechend weniger. Könnt ihr jetzt also hier hinsetzen. Und schon habe ich hier so einen kleinen, ja, so einen Sockel schon gebaut. So eine Grundbasis aus Erde zumindest. So wird das nachher auch weiter funktionieren. Also so kann man nach und nach hier die Sachen ausbauen. Zack. Hier nochmal so, zack. Ah, nee, habe ich mir ganz genug. Ich könnte das kleiner nochmal machen. So kann man hier halt ausbessern. Was ich noch nicht rausgefunden habe, was mich ein bisschen stört oder irritiert. Ach, mit der Steuerungstaste kann man auf Minus gehen, sehe ich gerade. Dann kann man hier Sachen quasi abtragen. Und wenn man die Steuerungstaste loslässt, geht man wieder auf Plus. Das geht aber nur mit der Plus-Minus-Taste. Also, wenn man auf der Plus-Taste ist, mit der Steuerungstaste drücken, geht auf die Minus-Taste, lässt man los, baut man wieder drauf. Sehr cool. Dann kann man natürlich die Form verändern. Man kann ja natürlich Slopes machen, Ecken machen und so weiter und so fort. Ihr seht es ja im Prinzip, also auch Sphären kann man auch bauen und abbauen natürlich auch. Hier sieht man auch das wieder das Abbausymbol, da kann ich dann runde Sachen abbauen oder eben runde Sachen dazu bauen. Und mal gucken, das braucht recht viel. Also auch da ist das Mausrad wieder unheimlich praktisch. Ihr seht, es wird kleiner und rechts bzw. links verändert sich hier wieder die Menge, die man braucht. Die Mengen sind noch sehr, sehr überdimensional. Also ihr seht schon eine große Kugel in dieser Größe. Es ist ja wirklich eine Kugel, wenn ich jetzt mal rausziehe, sieht das ganz gut. Kostet 13.828, 24. Das ist eine Menge Holz. Oder was auch immer, ganz egal. Deswegen werde ich das erstmal lassen. Aber sie haben gesagt, das ist jetzt alles momentan noch in der Evaluierungsphase. Das wird noch untersucht. Die Werte werden danach geändert. Ja, so viel erstmal zum Claim. Ich gehe mal weiter grinden und wir machen dann gleich weiter. Also, ich stückel das Video zusammen in dem Fall, weil sonst zu langweilig. Und da klopfe ich wieder auf Holz. Ich dachte mir, ich zeige mal ganz kurz, wie das Ding gleich zusammenbricht. Das ist im Übrigen ein riesiger Baum. Und man guckt hier so. Gehen wir kurz ein bisschen zurück, so sieht man ja nicht. Ein Riesenteil. Das Ding verschwindet gleich aus der Weltgeschichte. Außerdem habe ich hier rechts nochmal das Inventar aufgemacht. Hauptinventar, Inventar für Materialien. Ein bisschen runterscrollen, man kann es auch suchen. Plain Wood Logs und das sind diese, man sieht ja hier eins schöneres, blaueres, gutes Holz, das auch ein bisschen anders aussieht von der Farbe her. Und ihr seht dann jetzt immer, wenn was in mein Inventar hüpft, wenn wir uns ein bisschen näher ran, glaube ich. Ja, jetzt geht's wieder.
Dann 2248, flop, geht das natürlich nach oben. Links im Chatlog seht ihr auf jeden Fall, wie viel ich gerade einsammle. Und jetzt ist der Baum gleich weg. Zack, hat es ihn auseinandergefrickelt. In schöne kleine Voxels, ganz viele Voxels. Und schon hat man ein bisschen mehr, naja, also nicht mehr so schöne Aussicht. Ja, Kakteen und sonstiges Gezeugs gibt es hier auch. Und sobald ich mal ein bisschen ins Licht laufe, wird es auch wieder ein bisschen schöner. Kann ich eigentlich hier diese Anzeige ausschalten? Na, ist ja auch egal, ist nicht so wichtig. Gut, gut, das wollte ich nur kurz gezeigt haben. Und während man so durch die Gegend reist hier auf seinem kleinen Kontinent, findet man natürlich auch seine Nachbarn. Und hier haben wir schon einen, der hat aus ganz normalem Erz, ohne es umzuarbeiten, sich direkt mal so ein kleines Testding gebaut, wie ich hier sehe. Na, sieht man hier oben, schön ist anders, aber man sieht schon mal, worauf es hinausläuft. Das sind halt so die ersten Versuche. Er hat aus Metall direkt hier so ein paar Slopes gebaut, sich so ein Dach gebastelt. Ja, warum auch nicht? Und ja, die Performance ist immer noch furchtbar. Da wird sie aber definitiv nachher noch was dran tun. Upsa. Gut, und weiter geht's. So, da bin ich auch schon wieder. Und ich bin jetzt an der Crafting Station und habe gerade festgestellt, ich kann mir jetzt meine Copper Pickaxe schon mal bauen. Die braucht 32. Nee, Quatsch. Was haben wir noch? 10 Elemental Copper. Die kriegt man raus, wenn man Naturformen hat. Man braucht 1000 Holz. Das ist eine ganze Menge Holz. Und natürlich Copper Ingots. Und derer habe ich tatsächlich schon Kram. Jetzt gucke ich aber gerade mal ganz kurz, ob ich Metall noch herstellen kann. Genau, Copper Ingots kann ich machen. Trotzdem werde ich mir, bevor jetzt dann die ganzen Ingots weg sind, ich mir ganz schnell meine Copper Pickaxe basteln. Denn die ist, kann man ja nicht noch, allows you to mining of tin, tourmaline and metals and gems of lower resource quality. Denn die Founders Pickaxe ist eben auch nur eine Standard Pickaxe. Die, Moment, gucke ich mal ganz kurz, was steht hier? Ah, die Namen wieder im Weg, Entschuldigung. An upgraded pick combined with a second tool, an axe awarded as part of the Settlers Pack. Es steht aber eigentlich nicht wirklich dran, was sie genau macht. Resource Rating 2.0, yada yada. Das Dumme ist, dass die Copper Pickaxe keine richtige Info hat, ne? Also kein Infopunkt. Rechtsklicken bringt nichts. Hier ist auch nichts wirklich dran. Ich werde es jetzt trotzdem mal herstellen. Na, zack und fertig. Jetzt können wir mal angucken. Die hat 64, 53, ist besser. Vermutlich als die hier. Ah, das ist aber auch. Diese Genauigkeit mit den Tooltips ist schrecklich. Ne, 80, 70, 65. Ihr seht. Die ist ein bisschen schneller. Ne, ist gar nicht. Ah, cool. Also gut zu wissen. Also definitiv, die Founders Pickaxe ist besser als die Copper Pickaxe, die wir jetzt gebaut haben. Ja, aber es war schon mal wert, gebaut zu haben. Das heißt, ich muss wirklich die Silver Steel wahrscheinlich machen hier. Und das kann ein bisschen dauern insgesamt. So, was können wir denn noch herstellen? Metall haben wir gesagt. Wir können ganz viele Copper Ingots machen. Und auch die ersten Tin Ingots können wir machen. Zwei Stück. Juhu. Besser als gar nichts. Und die Copper Ingots ist auch hier wieder, ne, haben wir schon mal gesagt. Wir müssen leider klicken. Wir können hier nichts rein editieren. Machen wir uns direkt mal die 21. Na komm, sei brav. Jawohl. Aber die werden auch alle auf einmal dann geschmolzen. Also wenn dieser Balken hier durchgelaufen ist, dann ist alles weit fertig. Blöd ist immer, dass das hier wieder zugeht mit der Zeit. Das finde ich ein bisschen doof. Aber eine. Das ist noch eine Stone Axe, die ich hier, glaube ich, habe, ne? Genau, dann kann ich mir zumindest eine Copper Pickaxe gleich mal machen. Eine Copper Axe, nicht Pickaxe. So, eine Kupferaxt bauen wir uns auf jeden Fall auch noch. Kann mal gucken, nicht, dass ich noch irgendwas anderes habe. Genau. So. Das ist nämlich dann die Stone und das hier ist die Copper, die Fast Copper sogar. Direkt mal reingelegt. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige. Weil man sieht, das sieht man also sehr schlecht. Ich finde den Unterschied. Ja, doch. Man kann den Charakter nicht drehen, oder? Warte mal. Ging doch vorhin, Inventar zu machen. Irgendwie konnte ich mal den zum Charakter hindrehen. Das ist seltsam. Wahrscheinlich geht das nicht. Ach, das geht nur, wenn man die Axt nicht draußen hat. Es sieht aus wie eine Kupferaxt. Ask me a question. Gutes altes Sprichwort aus Left 4 Dead bei uns. So, Moment. Nochmal drehen. Rausgeholt. Und ein bisschen reingezoomt. So, jetzt haben wir die Pickaxe auf jeden Fall in der Hand. Und schauen uns nochmal die alte an. Das ist die Stone.
Ne, sieht eigentlich fast gleich aus. Achso, da unten ist jetzt, also zwischen der hier, der 6. Wählt man die 6 aus? Ah, doch, hier sieht man es tatsächlich. Stone Pickaxe ist ein bisschen gräulicher. Ups, falsche. Und das hier ist tatsächlich Kupfer. Also man erkennt schon ganz gut, dass es definitiv eine Stein-Pickaxe ist, beziehungsweise eine Copper. Okay, dann haben wir uns schon mal ein bisschen geupgradet. Jetzt gucken wir mal, was wir noch machen können oder müssen. Stone Pickaxes wollen wir natürlich nicht herstellen, ist ganz klar. Und wie gesagt, das ist noch viel zu klein hier. Ich muss mich hier wirklich durchprügeln und gucken, hey, was kann ich denn herstellen? Äxte haben wir jetzt erstmal. Accessoires, Lightstone kann man nicht herstellen. Grappling Hook kann man nicht herstellen. Metalle haben wir gerade geschmolzen. Dementsprechend auch nicht. Props. Sowas wie Rustic Stone Vault brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Dann Crafting Station. Das ist das, was wir haben wollen nachher. Und wir können tatsächlich schon eine Copper, eine Stone Forge bauen. A simple forge capable of moderate heat can be used to make many of the most basic items. Craften. Denn die kommt mit, ne? Natürlich, logischerweise. Wohin? Zu meinem Claim. Da muss ich nämlich nicht mehr hier runterlaufen und kann das meiste dort herstellen. Zumindest die Basissachen schon mal. Und da unten drunter sind die Building Tools. Die sind natürlich jetzt wieder zugegangen, nachdem ich gerade hergestellt habe. Hier können wir das Heal, Add und Selection Tool. Das ist neu. Okay, das kann ich noch nicht herstellen. Da brauche ich Elemental Iron, Topaz und Iron Ingots für. Okay. Eine Marble Forge brauche ich natürlich auch deutlich mehr. Ich habe jetzt also wirklich das Basis. Hier, das hier bräuchte ich noch. Eine Copper Reinforced Saw Table. Da brauche ich auf jeden Fall zwei. Ach, das ist mit dem Tooltip. Elemental Copper, Tin Ingots, noch ein bisschen Copper Ingots und 2000 Holz. Das heißt, ich gehe jetzt noch ein bisschen, ja, würde sagen, forgen. Nein, noch ein bisschen grinden. Und dann machen wir weiter, wenn wir es nicht wieder herstellen. Bis gleich. Ja, ich habe ja gesagt, es lohnt sich wirklich, was herzustellen. Ihr seht, ich hacke jetzt sehr viel schneller im Vergleich. Das richtig schnell von der Hand. Und je weiter es upgradet, wie Minecraft, definitiv. Je weiter es upgradet, irgendwas ist es schneller und sehr viel komfortabler. Und auf dem Weg zurück dachte ich mir, buddel ich doch nochmal ganz kurz hier so eine Erzader raus. Und dabei stellt sich heraus, je tiefer wir graben, desto interessanter wird es nachher auch. Jetzt habe ich mich mittlerweile schon elementar Zinn gefunden. Also Tin müsste Zinn sein. So, ich glaube, jetzt habe ich die Erzader oder die Ader auch ganz kurz ausgegraben. Oder ist hier drunter noch vielleicht ein bisschen was vergraben? Mal kurz mal gucken. Ich muss nur wieder gucken, wie ich wieder rauskomme. Wo ist der Ausgang? Hilfe! Oh, da oben. Ja, das sieht dann im Übrigen unter Tage auch dann wirklich entsprechend aus. Also man kann wirklich sehr schön wie Minecraft sich verbuddeln. Das ist gar kein Problem. Man muss sagen, sogar in der Perspektive macht das sogar fast noch mehr Spaß. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, weiter geht's. Der Vorteil hier an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man wirklich kreuz und quer bauen kann. Und nicht nur diese Eckchenförmchen wie in Minecraft hat. Ja, ich buddel mal ein bisschen weiter. So Mädels, ich habe genügend Zinn gefunden und kann jetzt noch die Copper Reinforced Saw Table bauen. Basteln wir uns auch direkt mal. Die Marble können wir uns eh noch nicht bauen, das dauert noch ein bisschen. Bis dahin brauche ich auch ein bisschen mehr Material für, genau, für weitere Pickaxes und so weiter und so fort. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas machen kann, wenn ich schon mal hier bin. Gut, ich kann die Ingots noch umarbeiten, das kann ich aber gleich auch machen, wenn ich es hingestellt habe. Ich brauche auf jeden Fall irgendwann die Iron Pickaxe mit Sicherheit, beziehungsweise die Silver Steel eigentlich. Und guck mal ganz kurz. Aquamarin brauche ich dafür, kann ich ihn nicht abbauen. Das heißt, eigentlich ist es komisch. Ich habe jetzt, Bronze ist die nächste höhere, mit Sicherheit. Dafür brauche ich Turmalin und Elemental Tin. Davon habe ich schon, wie ihr seht, 15. Im Prinzip brauche ich nur noch mehr Zinn. Die Planks kann ich herstellen, ist kein Problem, da habe ich genügend von. Und die hier seht ihr das auch, genau wie in Minecraft. Upgrade, aus der Copper wird die Bronze, aus der Bronze wird und so weiter und so fort. Ihr braucht also immer die vorherige. Hier zum Beispiel, ihr braucht dann die Iron vorher. Allerdings braucht ihr für die Iron nicht die Copper, wie es aussieht. Beziehungsweise die Bronze. Gut, gut, gut. Dann laufe ich jetzt erstmal zurück zu meiner Stelle. Das ist im Übrigen Zip Permissions, No Permissions, da drüben. Gar nicht weit entfernt von hier. Da latsche ich jetzt hin zurück, baue mein Zeug auf und dann gucken wir mal direkt weiter. So Mädels, ich habe jetzt auch rausgefunden, wie man Sachen in größerem Maße einfach mal abtragen kann, wenn einem was stört. Man hat jetzt diesen großen Quader und das ist ganz wichtig, dass man die untere Stelle anklickt, wenn man was wegmacht. Ich gehe mal ein bisschen da raus vom Scrollen her, nicht unbedingt in meine Zone rein. Und jetzt kann man hier, sieht man es sehr schön, ich klicke jetzt an den unteren Rand,
Zack, es ist weg. So. Und damit macht man quasi hier schöne Ebenen. Und das Ganze relativ komfortabel. Es geht relativ schnell. Zack. Hier eben vielleicht nicht. Man muss immer darauf achten, dass das, was man abtragen möchte, natürlich drüber ist. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel klicke, ist es nämlich dann weg. Wichtig ist auch, wenn ihr was abtragt, das ist wirklich weg. Also es ist nicht so, als ob ihr das jetzt irgendwie aufnehmen würdet und damit schnell Dreck sammelt oder dergleichen. Nee, es ist dann wirklich, wirklich weg, weg. Das heißt, hier haben wir jetzt eine schöne Fläche. Die könnte ich dann, hier ist noch ein Stückchen im Weg. Hier ist auch noch ein kleines bisschen so, noch ein bisschen aufräumen quasi. Aber ihr müsst dann wirklich aufpassen, dass ihr nicht versehentlich eure Sachen hier wieder wegbastelt, die ihr selber euch aufgebaut habt. So, hier noch so ein bisschen von der Wandseite hier weg, die hier noch war, das dann noch weg. Das hier hinten gehört eigentlich auch noch mir. Die Sache ist die, mein Claim geht ja ein bisschen weiter, aber das ist dieses Hauptquadrat hier, wie es aussieht, wie ich es verstanden habe. Dieses Hauptquadrat ist da, wo ich dann mein Gebäude bauen kann. Und da es auch höhentechnisch nicht höher geht, das sieht man sehr schön an diesen schwebenden kleinen Dingern da, was mich schon wieder ein bisschen ärgert. Am liebsten würde ich diesen Claim gerade mal abreißen und nochmal neu bauen, wenn ich wüsste, ich habe ja die Flagge nicht mehr, deswegen habe ich es halt einmal versaut. Es gibt sicherlich irgendwann so nochmal einen Wipe oder einen neuen Server, dann gehe ich da halt dementsprechend hin. Ich werde es jetzt so machen, ich mache das Ding ein bisschen niedriger, weil ich wollte ja ein bisschen was in eine gewisse Richtung bauen, deswegen wird jetzt hier erstmal einfach abgegraben. Ne? Also richtig schön Bauarbeiten technisch. Ihr seht das sehr schön. Zack, zack. Jetzt kann man auch oben an der... Also immer eine Linie. In der Mitte bringt es... Okay, manchmal geht es auch in der Mitte. Gut, ich habe nichts gesagt. Also es ist im Prinzip so, ihr müsst gucken. Manchmal ist es mehr, wenn ihr oben drauf klickt. Manchmal mehr, wenn ihr unten drauf klickt. Aber letzten Endes geht es auf jeden Fall. Ihr seht es ja hier recht schön. Wird alles schön gebuddelt. Ich bin mich so ein bisschen wie Bob der Baumeister. Also diese Seite hier kriege ich zum Beispiel nicht weg. Jedenfalls nicht so einfach. Jetzt gucken wir mal, ob ich das vielleicht ein bisschen, wenn ich kleiner mache, reinkriege. Ja, genau. Kleiner machen hilft auch manchmal, wenn es nicht geht. Dann geht das auch ganz gut. Also so kann man recht schnell und komfortabel wirklich sich eine Gegend so schon mal rumfuddeln, wie man sie gerne hätte. Wenn es nicht klappt, wie gesagt, kleiner machen. An die Wand vielleicht mal ein bisschen rangehen. Aber hier scheint es wirklich... Ja, das hier sieht man es sehr, sehr gut. Ich gehe mal kurz raus. Das hier ist das Stück, was mich am meisten stören wird. Ich habe das hier oben drauf gepackt und ja, super, ne? Dieser Fels ist halt im Weg. Es ist nicht perfekt. Ich habe es so hochgesetzt. Bin auch in der Lernphase. Muss ich jetzt mit klarkommen. Wird trotzdem recht hübsch werden. Ich baue einfach in die Seite, wo ich am meisten Platz habe. Das heißt, quasi hier so ein bisschen mehr in die Mitte. Und der Rest schwebt halt. Mein Gott, ist nicht so schlimm. So, das ist auch noch weg. Das sind die Quader, die ich ja selber schon hingestellt habe. Wenn ich die jetzt abbaue, sind sie weg. Aber ich habe diese Sachen, die ich gebaut habe, auch wieder als Dreck zur Verfügung. Seht ihr jetzt links auch. Und im... in der Nachricht unten im Chat natürlich, dass ich hinzugefügt wurde. Also das, was ihr gebaut habt, kriegt ihr auch wieder, wenn ihr es abbaut. Das ist eigentlich ganz cool. Dadurch geht nichts verloren. Oder zumindest kann sein, dass ein Teil abgezogen wird. Das habe ich noch nicht so richtig berechnet oder darauf geachtet. Dennoch kriegt ihr was wieder, so oder so. Und das ist nicht zu knapp. Jo, wuddel, 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 dip, dip, dip. Ist das hier schon mal weg? Und ich könnte natürlich jetzt sagen, ne, ich gehe jetzt mal auf das Plus-Tool. Plöck. Ich habe ja gerade was dazu bekommen. Ne? So, ein bisschen kleiner machen. Zack. Zack, geht nicht. Zack, genau nicht, weil inzwischen, ja, 12 Stück habe ich noch. Also es wird wahrscheinlich nicht alles wieder hergestellt, wie es aussieht. Ich hatte deutlich mehr. Gut, schön. Ich trage den Berg noch ein bisschen weiter ab und werde dann hier drauf anfangen, mein Häuschen zu bauen. Bevor ich das aber mache, überlege ich mir nochmal ganz genau, wie das aussehen soll. Höhentechnisch brauche ich leider ein bisschen mehr. Das heißt, der Berg wird ganz schön runtergebuddelt werden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das machen alle so irgendwie, ihr Zeug neu bauen und die ganzen, ja, Gegenden terraformen quasi. Jo, dann sieht eine Landmasse plötzlich anders aus. So, was ich noch festgestellt habe, ist, dass man auch, wenn man sich mal verbaut, ein bisschen was wieder reparieren kann. Ich mache jetzt mal hier einfach ein Loch rein. Das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Oh mein Gott, ein Loch! Dann nimmt man das Heal-Tool mit der 5 und setzt es einfach hier so ein bisschen drüber. So, einfach halten und drüber ziehen. Und ihr seht, dann baut sich das Material im Prinzip wieder oben drauf, was ihr vorher hattet. Also ich kann auch hier wieder einfach natürliche Erde dazusetzen. Das ist ein bisschen Frickelarbeit, aber es geht. Ihr seht es hier nochmal, da, so. Hier so in der Mitte, da. Machen wir so ein bisschen hier, da, da, zack, zack. Also ich kann das dezent reparieren. Wenn ich dann also wieder einen Felsen haben möchte, geht das auch. Ist jetzt nicht schlecht, sag ich mal. Wenn man sich mal wirklich vergraben haben sollte oder verbastelt haben sollte. Ich bin jetzt hier auch relativ fix dabei. Da habe ich jetzt direkt ein Loch reingemacht. Das war auch tatsächlich nicht vorgesehen. Dann kann ich direkt mal fixen gehen. Ist nicht unbedingt immer einfach, das Fixen, weil es eben dreidimensional ist.
Man weiß nicht genau, wo man da ansetzen muss, aber so halbwegs, so jetzt ist zu. Und dann macht man das andere oben drüber einfach wieder weg und hat dann halt so ein bisschen kaschiert, sage ich mal, einfach dazu. So, man ist hier alles noch schön weg. Und das ist auch meine letzte Ebene, die ich mache. Ich habe auf jeden Fall leider ein paar Bergwände im Weg. Wenn ihr den Claim setzen solltet, setzt ihn auf jeden Fall in der Höhe, dass ihr dieses Quadrat, dieses Eck seht und denkt schon mal vorhinein dran, was ihr da hinbauen wollt. Weil das könnt ihr nachher zwar ändern, aber wenn ihr nach oben bauen wollt, ein bisschen mehr, so wie ich das zum Beispiel machen möchte, dann braucht ihr entsprechend auch genau den ganzen Platz von diesem Quadrat. Das habe ich leider nicht bedacht. Das ist ja so ein dickes Quadrat, also wenn man mal runterguckt, ich versuche das mal gerade so ein bisschen zu visualisieren, hier unten sieht man es. Da sieht man die Kante. Hier, ich gehe mit der Maus mal drüber, die müsste ja glaube ich auch gerade abgegriffen werden. Ich stelle mich auch mal dran, falls es nicht klappen sollte. Das hier ist meine Ecke. Das ist die unterste Ecke von meinem Gebäude, was ich bauen kann. Da sieht man es eigentlich ganz gut. So, und genau, wenn ich hier, also unten drunter kann ich nicht weiterbauen. Hier könnte ich auch wieder ganz normal abbauen. Also es geht dann hier kann ich wieder klopfen. Zack, das kann ich dann drin nämlich nicht. Das ist diese Schutzphase, deswegen ist auch der Mad Mountain. Und da ist halt die Frage, wie weit baue ich runter, damit ich das bauen kann, wie ich es bauen möchte. Weil eigentlich hatte ich was vor, was Bestimmtes zu bauen. Das erfordert aber ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, ich baue jetzt ein bisschen weiter. Ich mache immer wieder so zwischendrin natürlich so Aufnahmen und zeige euch, wie weit ich bin. Und wenn es dann mal so langsam in die Richtung geht, dass ich was zum Präsentieren habe, dann wird es natürlich nochmal ein bisschen extra gebastelt. So, Süßen, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir jetzt hier mal an meinem Berg einen kleinen Seitenraum gebastelt. Der kann auch erweitert werden. Vielleicht wird es auch einfach eine Überdachung noch bekommen, etc. Kann ich noch ein bisschen weiter rausbauen. Das geht ja auf jeden Fall. Also man sieht es hier, ist der Kasten, ne? Hier fängt es an. Im Prinzip kann ich es nachher auch wieder umbauen. Also ich werde jetzt hier noch, denke ich mal, ein bisschen noch reingraben. Kurz gucken mit der großen. Hier so, noch ein bisschen reingraben. Aber das auch dann direkt das Dach oben drüber lassen. Beziehungsweise hier an der Seite noch ein bisschen ausstaffieren. Hier, das sieht ganz gut aus eigentlich. Dann kann man hier nämlich nachher runterlaufen. Sprich eine Unterhöhlung. Und in die Unterhöhlung kommen dann meine Gerätschaften rein. Fahrräder, Autos. Das war jetzt ein Witz. Natürlich Flugzeuge. Das sind Hangars. Das wird die Betthöhle fürs Bettmobil. Und alle Bettdinger, die es gibt. Zum Beispiel das Bettbett. So, buddeln wir noch so ein bisschen hier hin. Jetzt überlege ich gerade, ob ich noch eine Stufe runtergehe eventuell. Kann man vielleicht noch machen. Allerdings, näher die Außenseite ist hier so hart an der Kante. Dann tragen wir das hier vorne nochmal ein Stückchen ab. So. Sieht jetzt komisch aus, ist aber so. Damit wir die Höhe noch ein bisschen verstellen können. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Drei Quader oder Quadrate, besser gesagt. Nach oben und nach unten, rechts und links. Und jetzt kann man hier mal die Taste, ich habe das gerade rausgezogen. Ich mache jetzt mal kurz die Pickaxe an und aus. Die Stoneforge ziehen wir mal kurz hier rein. Die sieht gar nicht aus wie eine Stoneforge. Das hier ist eine Stoneforge. Und die kann man schön drehen mit dem Mausrad, also sich so platzieren, wenn man es haben möchte. Und da die unterirdisch ist, macht das nicht viel aus. Ob man das Ding nachher wieder umbauen kann, etc. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich bastel mir das Ding jetzt erstmal hier rein. Damit ist es ein bisschen geschützt. So, klack. Ta-ta-ta-ta. Und qualmt mir natürlich schön oben. Sieht man auch so schön. Es ist auch wirklich so, dass der Rauch nicht einfach durchweht, sondern an der Wand entlang schwebt. Sprich, ich ersticke irgendwann. So, und hier ist die Sägemühle. Die kleine Süße. Ja, ist auch ziemlich cool. Die basteln wir. Kann man sogar an die Wand basteln. Ach du Scheiße. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wer dörpig ist, der macht das gerne. Eigentlich bin ich dörpig, aber in dem Fall muss ich es nicht übertreiben. So, weil ich vor allem, weil ich das wieder herstellen müsste und das kostet recht viele Materialien. Zack. So, und das Schöne ist, jetzt kann ich immer hier hingehen, wenn ich irgendwas craften will. Man sollte allerdings. Moment. So. Jetzt. Hier, ne? Seht ihr? Sehr schön. Ich muss nicht mehr zurückrennen. Ich kann mir den ganzen Scheiß hier selber machen. Ich mache es mir quasi selbst. Und damit machen wir jetzt ein kleines Päuschen an der Stelle und ich bastel noch ein bisschen weiter. Und wenn es dann wirklich was vorzuzeigen gibt, was wieder neu ist oder ich mein Zuhause besser gemacht haben sollte, dann geht es auf jeden Fall weiter. Weil jetzt ist es einfach nur so Kleinkram hier oben. Ne? Ihr seht ja schon eine schöne große Fläche abgetragen. Hier kommt mein Zuhause oben drauf. Unten drunter dann so ein Keller. Und dann schauen wir mal, was ich da hier so zusammen basteln kann. Nun gut, bis dann. Bis dann.